Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, wenn wir noch 10 Minuten über den Bürgermeisterverein reden, ist, glaube ich, von den Regierungsfraktionen überhaupt keiner mehr da. Vor lauter schämen Sie sich dafür, was Sie da eigentlich getan haben. Es ist ja, wenn man sich's anschaut, war es ja schon auch ein bezeichnendes Bild, das die Landesregierung abgeben hat. Ich habe immer noch vor meinem geistigen Auge, wie die Landesregierung mit dem Dienstwagen auf den Brenner fährt, um dort gegen den Verkehr zu demonstrieren, wie der Verkehrslandesrat Bernhard Tilg wie ein begossener Pudel dort im Regen steht und feststellen muss, irgendwie ist der Regierung die Bevölkerung zum Demonstrieren abhanden gekommen. Meine Mutter ist eine sehr kluge Frau, hat in Tirol heute das beobachtet und danach zu mir gesagt, was irgendwie ist schon auffällig, da haben es Leimer Südtiroler gefunden, die noch irgendwas dazu gesagt haben. Also Nordtiroler haben es zum Interviewen nicht einmal mehr gefunden. Es gibt da einfach keine Leute mehr, die sich für so einen Missbrauch auch von Steuergeldern hergeben, die so ein durchsichtiges Spiel, liebe Kolleginnen und Kollegen, mitspielen. Trotzdem, ich habe mir den Antrag, den die Regierung uns da heute stellt, sehr genau angeschaut, weil es da drin heißt, der Tiroler Landesregierung sei der nachhaltige Erhalt des Lebensraums und die damit einhergehende Ökologisierung des Mobilitätsverhaltens von hoher Priorität. Passt, geht mir gleich, bin ja dafür. Insbesondere sei also das Wipptal mit den negativen externen Effekten des Transitverkehrs konfrontiert, stimmt. Der Vereins Lebensraum zum Generationen hätte sich also demnach zum Ziel gesetzt, sich für den Schutz und die Erhaltung des gemeinsamen Lebensraums einzusetzen. Passt, wunderbar, bin ich dafür. Und dann, ich darf zitieren, Frau Präsidentin, heißt es da wörtlich, Landeshauptmann Platter schreibt uns das, in einem Akt der gelebten direkten Demokratie haben sich zu diesem Zweck in einem ersten Schritt alle Bürgermeisterinnen, großes I, des Wipptales zusammengeschlossen. Alle Bürgerinnen und Bürger wurden eingeladen, sich als aktive Mitglieder dem Verein anzuschließen. Also die Bürgerinnen und Bürger dürfen da alle mitmachen bei diesem Verein, nicht nur die Bürgermeister dürfen das tun. Schwerpunkte, es ist kein Bürgermeisterverein, richtig, ich bin ganz beim Josef Geisler, kein Bürgermeisterverein, alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, bei diesem Verein mitzumachen. Schwerpunkte des Vereins bilden insbesondere umfassende Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung. Haben wir gedacht, passt, bin ich voll dafür. Ich finde, die Bevölkerung sollte wirklich umfassend auch das Bewusstsein sich bilden können zum Transitproblem im Wipptal. Dann umfassendes Informationsangebot für alle Interessierten. Na super, Information für alle Interessierten, das kann nochmal sicher nicht falsch sein. Auch zum Transit braucht sicher noch mehr Information in der Bevölkerung. Als weiterer Schwerpunkt Veranstaltung von Vorträgen. Finde ich immer gut. Wenn Leute zusammenkommen, die haben gescheiter redet was, die anderen auch und zu, man kann damit diskutieren. Finde ich einen super Schwerpunkt von dem Verein. Unterstützung von Veranstaltungen. Kann ich auch unterstützen. Finde ich wichtig, dass auch vor Ort was stattfindet. Förderung der grenzüberschreitenden regionalen Kooperation, also Kooperation auch über die Landesgrenze hinweg. Und man dachte, diese Schwerpunkte von dem Verein, die unterstütze ich doch. Da bin ich für alle Schwerpunkte dafür. Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, Mitglieder dieses Vereins zu werden. Haben wir doch, denen schreibe ich. So, habe ich dem Verein Lebensraum für Generationen geschrieben, sehr geehrter Verein. Zuerst habe ich den falschen Bürgermeister bei der Liste, aber die haben wir gleich weitergeleitet. Ich darf gerne bei euch Mitglied werden. Ich bin Bewusstseinsbildung, Informationsangebot, Vorträge, ökologisches. Bin ich alles dafür? Finde ich lässig, finde ich super. Ich kann Ihnen vorlesen, Kolleginnen und Kollegen, was wir die geschrieben haben. Sehr geehrter Herr Landtagsabgeordneter Mayer, Ihr Antrag um Aufnahme als Mitglied in den Verein Lebensraum für Generationen wurde in der Vorstandssitzung des Vereins am 27.04.2011 mit folgendem Ergebnis behandelt. Die Mitglieder des Vereinsvorstandes haben sich einstimmig gegen ihre Aufnahme als Mitglied in den Verein ausgesprochen. Gegen steht da, nicht dafür. Da von den Grünen bewusst gegen die Realisierung des BBD gearbeitet wird und der Hauptzweck des Vereins eben in dieser Verwirklichung des Brenner Basistunnels als einzige sinnvolle Alternative zur Verkehrsentlastung der transitgeplagten Bevölkerung im Wipptal gesehen wird. Grundlage für diese Entscheidung bildet der § 5 der Vereinsstatuten des Vereins Lebensraum für Generationen,
der dazu Absatz 2 lautet: Über die Aufnahme von ordentlichen und außerordentlichen Mitgliedern entscheidet der Vorstand endgültig. Endgültig. Die Aufnahme kann ohne Angabe von Gründen verweigert werden. Mit der Bitte um Kenntnisnahme zeichnet mit freundlichen Grüßen Vereinsobmann Rastner. So. Jetzt ist aber der Finanzlandesrat gefragt. Dringend. Es gibt einen Verein, der sagt dem Land, was sein Zweck ist. Umfassende Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung, umfassendes Informationsangebot, Veranstaltung von Vorträgen, Unterstützung von Veranstaltungen, Mobilitätsverhalten. Die tun ganz was anderes. Vereine, die beim Land um eine Förderung ansuchen, einen Vereinszweck haben und dann tun sie mit dem Geld ganz was anderes, liebe Kolleginnen und Kollegen. Was muss man mit so einem Verein machen? Dem Verein muss man das Geld wieder wegnehmen und sagen, ihr habt unser Geld missbräuchlich verwendet. Und das ist das, was ich mir vom Finanzlandesrat erwarte. Keine Zwiegespräche. Lassen Sie den Herrn Kollegen Mayer ausreden. Er hat jetzt ausgeredet. Das Zitieren des Briefes ist von mir nachträglich genehmigt. Bitte sehr. Gut, jetzt kommt an die Reihe der Herr Klubobmann Ernst, bitte. Und der Herr Kollege Haus hat sich gemeldet. Danke, Frau Vizepräsidentin. Ich werde